Meine lieben Zuschauer, ich mache direkt mal Pause. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Uncharted 4. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Wir sind mitten im Geschehen. In Kapitel 20 ist das, glaube ich, schon. Kein Entkommen, no escape. Und wir haben Sam gesehen, der lebt noch. Wir wollen ihn finden, aber wir müssen uns erstmal durch die riesen Gegnerhorden schlachten. Haben wir beim letzten Mal schon mit angefangen und da geht's jetzt weiter. So gefällt mir das. Geht direkt gut los hier. Jetzt habe ich gerade ein bisschen das Mikrofon übersteuert. Sorry. Aber wir haben uns dieses fette MG mitgenommen. Und es ist einfach nur der Wahnsinn. Das gefällt mir. Kommt, Jungs. Zeigt euch. Oh, ich kriege gerade ein bisschen viel Schaden. Ich muss mich mal in Deckung begeben. Ja, ich kann natürlich mit dem Ding halt nicht in, irgendwo hinter. Das ist halt das Problem. Aber ansonsten ist das ziemlich stark. Nur wir können uns halt nicht verstecken. Ne, ich muss hier nochmal weg. Ich sollte ein bisschen näher dran, aber dafür muss ich eben mal... Na komm, zeig dich. Das Ding ist halt scheiße unpräzise und macht aber sehr viel Schaden. Ich glaube nur, dass ich hier nicht weiterkomme, oder? Kommen wir hier noch durch? Nee, oh nee, dann kann ich das nicht mitnehmen, das Ding. Weil wir können mit dem nicht klettern. Wir können damit nicht klettern. Schade. Na gut, dann war's das jetzt. Aber den einen will ich noch. So, den haben wir noch. Gut. Dann muss ich das Ding da liegen lassen, leider. Aber macht ja nichts. Richtig geil. Endlich konnte man mit dem auch mal ein paar Gegner wegballern. So, Granaten haben wir voll. Schauen wir mal, hier liegt noch eine China Lake. Aber wir haben jetzt gerade hier die... Wir haben jetzt eigentlich gerade genug Munition für unser Gewehr hier. Oh, eine Mettler. Dann nehmen wir die Mettler. Komm. Mit der haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht. So ein Semi-Scharfschützengewehr. HS, alles voller Granaten. Okay, hier geht's weiter. Hier können wir durch. Die Granaten habe ich ja zuletzt dann doch öfters mal auch benutzt, aber jetzt gerade haben wir eigentlich keine eingesetzt. Wir hatten ja das MG. Insofern alles voll. Wo könnte Sam sein? Oh, noch mehr Gegner. Da ist die Antwort. Ich zoome gar nicht rein, glaube ich, oder? Will ich reinzoomen? Eigentlich geht's auch ohne. Gott, ich hab schon wieder Aim wie eine Kartoffel. Alles egal. Ich schieß ihn mal zwischen seinen Beinen durch. Oh Gott. Oh Gott, da kommt gerade was Dickes. Ah, der hat mich. Ich glaube, der hat mich. Oh Gott, wenn der getroffen wird, dann zielt er komplett daneben. Das war jetzt gerade nicht mein Kartoffel-Aim. Vorher hatte ich Kartoffel-Aim, aber... Das ist gut zu wissen, dass da noch zwei Dicke kommen. Ich dachte, wir haben nur diese kleinen Gegner, aber ihr seht, wir haben auch zwei Dicke. Das heißt, um die werde ich mich direkt mal kümmern mit Granaten. Weil, die sind zu dick, um da... einfach so dran zu gehen. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, alle. Das lief doch besser. So, haben wir hier noch irgendwo Granaten? Sehr spannend zuletzt und sehr actionreich. Das Ganze geht hier steil nach vorne, sage ich mal, mit der Action, ne? Wie viel Schuss haben wir denn der noch? Ach, das geht ja sogar noch. Okay. So, dann haben wir eine Rafika, die nehme ich auch lieber eigentlich als die Fossa. Wobei ich noch lieber eine Para habe, aber hier ist keine. Noch mehr Condor-Munition. Ja, Kondor brauchen wir eigentlich nicht. Schrotflinten haben wir zwar bisher kaum benutzt, aber die sind halt auch einfach... Ich mag Waffen... Ich kann ja mit dem Gewehr kann ich im Nahkampf klarkommen und auf Distanz. Und mit der Schrotflinte halt nur auf naher Distanz. Deswegen habe ich dann lieber ein richtiges Gewehr. Oh, der fightet da oben. Ah, Mist, der sitzt in der Falle. Ziemlich aussichtslose Lage. Wir müssen ihm helfen. Meine Batterie ist fast leer. Oh nein, muss ich gleich mal das Kabel anstecken. Bleib wo du bist, wir kommen zu dir. Okay, ich bin gerade schwer getroffen. Ich muss mal eben hier weg. Ja, den Dicken hätte ich gerne. Aber ich treffe gerade den Kopf noch nicht und werde jetzt von der Seite angeballert. Und er hat mich. Ich glaube, das war einer mit so einer Magnum-Pistole. Ich werde jetzt auch gar nicht... Ich habe aber beim letzten Mal nicht geschnitten. Ich dachte, ich hatte gesagt im Part, ich schneide da ein bisschen, aber hab dann doch nicht geschnitten. Ging dann eigentlich ohne, der Part war ein bisschen länger, aber macht ja nichts. Huch, wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Ich fand das dann nämlich gar nicht schlecht, ein bisschen das mal drin zu lassen.
Auch wenn ich da ein paar Versuche gebraucht hatte. So, ich habe jetzt keine Granaten mehr. Wir müssen jetzt also ohne klarkommen. Kaum noch Schuss. Kaum noch Schuss. Keine Granaten. Ziemlich miese Lage. Der da hat eine AEX, der da schießt. Ich würde sagen, wir nehmen die FAL. Okay, der ist schon tot. Ich krieg ihn nicht. Oh shit, ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ah. Huh. Ist aber auch eine miese Lage hier. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Aber macht ja nichts. Haben wir Zeit. Wie gesagt, ich habe eigentlich gar keine Lust, jetzt viel zu schneiden. Ich würde sagen, wir lassen die Sachen einfach drin. Ah, es ist mega schwer, mit dir zu treffen. Die ist echt gar nicht so präzise, wie man denkt. Eigentlich schade. Ich hätte lieber wieder die AX. Ah, das war ein guter Headshot. Okay, komm, wir gehen mal ein bisschen vor. Bleib, wo du bist, wir kommen zu dir. Okay, ich habe eine FAL. Können wir damit was anfangen? Ist da oben Sam? Ja, ne? Da oben ist Sam, oder? Oder ist das ein Gegner, der da oben schießt? Nee, ist Sam. Okay. Ist das alles, was ihr könnt? Okay, da oben ist noch dieser dicke Gegner. Ich muss ein bisschen aufpassen, der hat mich gleich. Und der hat eine AEX, deswegen, aber er ist tot. Kann ich die AEX mitnehmen? Ja, 50 Schuss, wunderbar. Nehmen wir mit. Also, Sam ist jetzt, wir haben jetzt alle Gegner, glaube ich. Insofern, ich schneide da nichts, das hat jetzt ein paar Minuten gedauert, aber ihr könnt ja ruhig auch die Versuche sehen und sehen, wie ich mich dann da rannähere. So, die Barock nehmen wir mit. Ja, nehmen wir mit. Und Sam ruft natürlich, wir sollen schnell kommen, aber ich habe ja Zeit. Ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob wir noch Granaten haben irgendwo, weil Granaten wären eine gute Sache. Aber es sieht nicht so aus, als hätte er irgendwie eine Granate gehabt. Schade. Na gut, dann gehen wir mal zu Sam. Mann, tut das gut, dich zu sehen. Wo ist er denn? Was hältst du davon, von diesem Strand zu verschwinden, hä? Ich bin dafür. Ach, da oben ist er. Ich dachte gerade, wo redet der mit uns? Hast du mein Feuerzeug? Wir werden mit Raketen beschossen, aber er fragt erstmal nach seinem Feuerzeug. Scheiße, wir sind gleich tot. Aber wir haben Sam wieder und er lebt. Die Panzerfaust ausschalten. Wo ist denn die Panzerfaust? Da finden wir Deckung. Sehr gut. Okay, ich habe nicht mehr viel Schuss. Ja, AX ist ja leider sehr, sehr schnell leer. Der Revolver macht's. Nur leider, der macht zwar One-Shots, aber der ist halt sehr... hat sehr wenig Munition. Oh, ich habe keine Muni mehr, für gar nichts mehr. Ich habe wirklich null Schuss für nichts. Ich habe ein Problem. Irgendwo muss ich eine Waffe finden. Oh, wir sind schon tot. Okay, hat sich schon erledigt, das Problem. Ja, dann müssen wir schauen. Hier sind wir leichte Beute. Wir müssen diese Panzerfaust aufhalten. Okay, Panzerfaust habe ich schon. Ich glaube, das war wichtig, dass wir die Panzerfaust ausschalten. Der Rest ist dann quasi ein Kinderspiel. Oder wie? Okay, habe ich. Von wo werde ich jetzt von hinten angeschossen? Könnt ihr den mal killen, bitte? Meine Güte. Ihr seid zu zweit und kriegt nicht einen unbewaffneten, einen ungepanzerten down und ich soll hier alle töten, oder was? Komm raus, mach schon! Komm, wir schmeißen denen auch mal welche hin. Okay, da ist so ein schwer gepanzerter. Und ich bin fast tot.
Nee, keine Munition mehr. Keine Munition mehr. Ah, die Panzerfaust wäre gut, wenn wir die hätten. Ich gehe mal nach oben. Hier habe ich einen Höhenvorteil. Oh, shit. So viel zu meinem Höhenvorteil. Okay, wir haben eine neue Waffe. Ich weiß nur nicht, von wo ich hier gerade so massiv beschossen werde. Zum Beispiel von dem Kollegen. Ach, da hinten sind ganz viele. Oh, shit. Wer hat denn die Panzerfaust? Der da. Wir haben ihn. Gott, das ist aber auch hier. So kommen wir da rüber. Heilige Scheiße, was passiert hier? Ich nehme jetzt die Panzerfaust. Ich habe 3 Schuss in meiner Panzerfaust. Herrlich. Ich bin gleich hinter euch, Leute. So, ich habe jetzt die Panzerfaust. Was sagt ihr dazu? Verdammt! Unsere Freunde sind zurück! Ihr habt keine Sprache, Leute, ja? Ich kümmere mich darum. Oh Gott, der überlebt sogar die Panzerfaust. Shit, Mann. Hey, ich hab keinen Schuss mehr. Okay, den habe ich jetzt eben ausgeschaltet. Aber jetzt kommt der Dicke. Ich muss den mal eben ablenken. Ich brauche die Panzerfaust. Geh da weg, ich brauche Deckung. Shit, Mann. Wie werden wir den jetzt los? Eigentlich mit der Panzerfaust, aber ich habe keinen Schuss mehr. Und ich weiß nicht, wo die andere ist. Nee, er hat mich. Oh, hoffentlich haben wir einen Checkpoint bekommen. Das ist aber auch ein Part hier. Meine Güte. Unsere Freunde sind zurück. Okay, also ich muss mal schauen, ob ich hier nicht irgendwie hochkomme. Da oben war doch der mit der Panzerfaust. Ich guck mal eben, auch wenn ich jetzt notfalls sterbe. Kommen wir da nicht hoch? Oben war der Kerl mit der Panzerfaust, aber sieht nicht so aus, als könnte ich den kriegen, ha? So, ich habe noch einen Schuss für den. Leider habe ich keine Granaten mehr. Eben hatte ich noch Granaten, aber jetzt nicht mehr. Okay, ich glaube, der Kopf ist freigelegt. Das heißt, noch ein guter Schuss, dann habe ich ihn. Jawoll! Ich hatte noch einen Schuss in meiner verdammten Waffe. Der hat gereicht. Oh, shit. Nein, wieso stirbt er denn? Ich wollte auch darüber. Ja, ich hätte warten müssen. Ich glaube aber, dass wir einen Checkpoint haben. Ja, haben wir. Ist das ein Part? Wir hangeln uns hier von Checkpoint zu Checkpoint. Okay, darf ich? Ja. Wir hangeln uns wirklich von Checkpoint zu Checkpoint. Aber bisher klappt's ja. Lauf, 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 lauf. Ich habe keine Munition in meiner Waffe. Oh, shit. Kann ich nicht eben die Kanone abfeuern? Fuck. Sam und Elena sind allein unterwegs. Und wir sind auch jetzt auf uns allein gestellt. Gott, hier komme ich auch nicht raus. Gott, ich bin in eine Sackgasse geschwommen. Wo bin ich denn? Ich sehe gar nichts mehr. Schlimmste Kreuzfahrt aller Zeiten. Boah. Ich muss hier raus. Okay, irgendwie habe ich es ja geschafft. Alter Schwede. Wir müssen hier raus. Okay, hier geht's weiter. Wahrscheinlich lag da unten auch irgendwo ein Schatz drin. Aber ist jetzt erstmal egal. Erstmal hier weg. Oh shit. So shit. Ich tauche wieder auf und direkt sind da Gegner. Was ist das hier für ein Part, Mann? Komplette Action die ganze Zeit, ha? Keine Verschnaufpause.
Ich habe nur 2 Schuss in meiner Pistole und sonst gar nichts. Ah, shit, den habe ich nicht getroffen. Meine andere Waffe ist leer. Überleben wir das noch? Wenn ja, war es ein guter Move und nein, leider nicht. Hätten wir es jetzt noch überlebt, dann hätte ich zack mir die Waffe geholt und überlebt. Weil wir haben halt nur diese 2 Schuss. Ich muss also irgendwie eine Waffe kriegen. Ha, diesmal habe ich 2 Schuss, 2 Gegner. Aber es hilft mir noch nichts, wenn ich keine Waffe habe. Wir müssen erstmal schnell eine Waffe holen. Und dann wieder zurück. Okay, wir haben eine Waffe. Alles gut, alles unter Kontrolle. Oh Gott. Komm, den werden wir mal so los. Oh Mann, wie viele von den Tracks hast du dabei, Rick? Okay, neue Deckung. Da oben ist ein MG. Das macht das Ganze nicht unbedingt besser. Wie werden wir das MG los? Gar nicht, ha? Aber der fährt weiter. Guck mal, das ist doch perfekt für eine Granate da hinten, die Gruppe. Okay. Dieser Shoreline-Söldner hatte doch eine Panzerfaust. Ah, hier liegt die doch. Nein, da lag doch die Panzerfaust. Ach, Mann. Und ich sterb wieder. Aber die Panzerfaust wäre wirklich optimal. Shit. Alter Schwede. Okay, ich habe eine Panzerfaust. Aber die Kollegen haben leider auch eine. Ah, wir haben den Chuck. Das ist gut. Aber irgendwo war noch ein Gegner mit einer Panzerfaust. Oder ist der schon tot? Ich dachte, der wäre hier hinten irgendwo hingelaufen. Noch mehr Panzerfaustmunition. Ja, die brauche ich ja jetzt eigentlich gar nicht mehr. Wir brauchen jetzt... Ach Gott, endlich haben wir mal eine Verschnaufpause, Leute. Was war das bitte für ein Part hier, du? Komplette Action, komplettes Geballer. Wir haben Sam und Elena verloren, sind auf uns allein gestellt. Ich hoffe, die kommen selber gut durch. Ich muss jetzt erstmal ganz kurz schauen, dass wir noch Granaten und Munition mitnehmen, die hier noch irgendwie liegen könnte. So, hier ist noch Munition. Ich nehme jetzt nicht die Panzerfaust. Oh, endlich wieder eine Para. Gott sei Dank. Ich nehme jetzt nicht die Panzerfaust mit, sondern ein Gewehr, weil mit der Panzerfaust haben wir zu wenig Schuss. Granaten sind voll. Gewehr ist voll. Pistole haben wir auch wieder. Und der Truck ist weg. Gott, hier legen ja noch richtig viele Granaten. Das wäre gut gewesen. Hätte ich eben brauchen können. Wir sehen uns erstmal gleich wieder. Was ein actionreicher Part. Vielleicht wird der nächste wieder ein bisschen ruhiger. Ich zweifle noch dran, aber bis gleich.